Hallo Thomas. Hallo und herzlich willkommen. Heute cooles Video, schönes Video für uns auch. Sandro, was für ein Video? Ja, es wird richtig gut, das Video. Also es ist jetzt nicht, dass wir euch unterhalten oder so. Wir wollen euch einfach mal informieren, ja, oder? Ja. Das Informationsvideo, was wir jetzt mehr machen können für euch, sag ich mal, oder? Genau. Das ist eigentlich eine coole Definition. Ja, das hast du gut gesagt, ja. Alles klar, wir fangen einfach mal direkt an. Es geht ja hauptsächlich um VHG-Fahrzeuge. Alles andere ist mal komplett raus. Ne? Mhm. Und es geht um 1,8 und 2 Liter TSI-Motor. Ja, da sind wir schon mal so auf dem Thema. Und ja, wir fangen mal an. Es gibt quasi, wir können euch jetzt anbieten, Stufe 1, Stufe 2, Softwareoptimierung in Verbindung mit, wir machen es wieder einzeln, da kannst du so schön das Ding reinschwenken, ja, oder? Ja, machen wir. Wo willst du anfangen? Ladeluftkühler. Wir können mit Ladeluftkühler, mit den Druckrohren, ja, sowie Turbo Inlet, Turbo Outlet. Turbo Inlet ist schon verbaut, wir haben einfach das Lager leer. Ja, komplett Lager. Ansaugung, Downpipe und wir haben noch eine Bull X Klappenabgasanlage verbaut. In Verbindung eintragen. Mit Leistung und Teilen. Wie findest denn du das? Geil, oder? Das ist mega. Und sag mal, es geht von der Fahrzeugsparte, fängt halt an beim Cupra 1.8 TSI, ne? Hm? Und baugleich, wo es halt drin ist. Ich ja. glaube, Polo GD ist da drin, die kleinen Leons sind das drin, wo es halt überall drin ist. Ja. Und GDI, Oki AS, Golf R, S3, Cupras und Co. Plattformgleiche Autos halt, ne? Ja. TTS ist da noch drin. Genau. Was wir mal alles vergessen haben. T-Roc R, glaube ich auch. Mega interessant. T-Roc R sogar mit Stufe 3. Genau. Wir stellen uns mal das Fahrzeug jetzt mal genauer auch vor. Das ist nämlich eigentlich alles verbaut, was man so verbauen kann. In Verbindung und auch mit TÜV-Fähigkeit. Ja. Und das ist voll geil. Das ist mega. Richtig geil. Willst du mitkommen? Ich komme mit. Was? So. Auf den ersten Blick, sage ich mal, sieht man schon HG-Ansaugung. Achso, wir haben vergessen zu sagen, nur mit HG Motorsport Teilen. Ja. Ganz wichtig, das heißt, ihr kommt jetzt bei mir an und sagt, alles klar, wir haben hier eine R600 Ansaugung drin und wir haben ein Turbo Inlet von Bartec und eine Downpipe von HJS, was noch, ja, und vielleicht eine Remo und Abgasanlage und wir wollen deine Stufe 1 haben und das wollen wir eingetragen haben. Mhm. Da muss ich euch leider enttäuschen, das geht nicht, das ist nicht möglich. Also ausschließlich entweder A, Serienhardware, Stufe 1, in Kombi, eintragbar. Komplett safe. Ja. Oder ihr habt einzelne HG-Teile mit Stufe 1 und Stufe 2 kombinierbar, kein Problem. Ihr habt einen vollen Bau mit HG-Teilen, geht genauso. Perfekt. Mega gut, ne? Ja, das ist richtig cool. Genau, so wie bei Demitz in dem Fall, ne? Na? Ansaugung hat er drin, Inlet, Outlet hat er nicht drin, haben wir festgestellt, wäre aber optional möglich. Downpipe, der hat eine Bull X Klappenabgasanlage, der hat den Ladeluftkühler. Und der hat Stufe 3 Abstimmung. Aber warum geht denn bei dem Auto auch gerade Stufe 3 Abstimmung? Genau, hier ist ein anderer Turbolader von uns drin. Und das bekommen wir in Kombination bei den einzelnen Modellen, was IS38 Turbo schon eh drin hat, kriegen wir bei den meisten auch Stufe 3 Basis eingetragen. Bis 420 PS. Wahnsinn. Genau, ist möglich. Mega. Ist das nicht geil? Das ist echt geil. Das feiere ich komplett. Ja. Wie gesagt, GDI ist dabei, Stufe 1 mit 310 PS, Stufe 2 330 PS und sowas. Und Stufe 1 375 PS und Stufe 2 390 PS. Ist alles, können wir euch alles typisch anbieten jetzt. Mega. Und das feiere ich. Das ist echt cool. Jetzt würde die Community bestimmt fragen, das ist alles gut und schön, Thomas. Kannst du schon was zu den Preisen ungefähr sagen? Ja, preislich haben wir uns schon mal so Gedanken gemacht, ne? Ja. Bewegen wir uns so zwischen 900 und 1100 Euro, je nach Fahrzeugmodell, okay, plus TÜV-Kosten. Okay. Und irgendwo bei 120 Euro. Also, super. Ich will keine pauschale Zahl sagen, aber ich denke, so Stufe 1 wird so um die 120 Euro die Eintragung kosten, also die Dekra-Kosten. Ja. Und komplexere Umbauten wie hier, wird teurer. Kleiner Fängt mehr, das ist klar. Genau. No? Aber es ist TÜV-isch. Und ich sag mal, wir haben gerade das Thema schon mal, ne? Wir haben ja, hat schon mal gequatscht. Genau. Und das Thema ist halt in den Großstädten, das nimmt halt, das Problem ist halt,
die machen uns das Leben schwer, ne? Ja. Unsere Combinators. Leider. Und wir geben uns Mühe, viele andere Tuner geben sich mega Mühe, das TÜV-ig zu bekommen, aber wir wissen, ich sag mal, jeder, ich spreche da bestimmt mehreren oder spreche da für mehrere Firmen, die sich da auch hingesetzt haben und die wollen. Ja. Aber es wird immer wieder einen Stein in den Weg geworfen. Ja. So, das ist wirklich echt schwierig, ja. Muss man wirklich so sagen. Ja. Was soll ich sagen? Wie sieht es aus mit Garantie? Gibt es da irgendwas, was du dazu sagen möchtest? Oder ja, nee, also oder? Genau, Garantie sind wir gerade am Arbeiten. Wir sind gerade mit einem externen, aktuell externen Unternehmen. Ja. In der Kommunikation, wo wir euch anbieten können, Fahrzeugalter bis 2 Jahre und 80.000, nee, ja, 2 Jahre 80.000 Kilometer oder 5 Jahre bis 100.000 Kilometer. Mhm. Dort quasi eine Garantiefähigkeit abschließen können. Einmal frei. Sagen wir es mal so. Das klingt gut, ja. Genau, so. Halten auf jeden Fall die Leute auf dem Laufenden. Das mal wiederum, könnt ihr auch für andere Autos machen. Das geht jetzt nicht um VW bloß dort in dem Fall, sondern das ist auch dann allgemein. Wenn ihr einen Ford Focus ST habt und ihr wollt eine Stufe 1 haben, kein Thema, könnt ihr Garantie anbieten. Ne? Das ist natürlich cool. Genau, das geht auch. Oder für Megane S oder sowas, was Thema halt, hatten. Genau. Oder. Das finde ich gut, die Geschichte. Das würde dann auch gehen. Ob das jetzt genommen wird, ne? Hat man ja, ja alles gerade schon mal, habe ich so das Gefühl. Ist gerade so wie ein Déjà-vu. Ja, das stimmt. Ich habe schon gesagt, ich hatte es früher schon mal so, wo ich noch alleine war, hatte ich das Thema auch schon mal mit der Firma, aber ich habe das auch angeboten gehabt. Ja. Es wurde nie genutzt, deswegen ist es, ich würde sagen, hinten runtergefallen, überhaupt das Thema Garantie. Ja. Und ja, wir gucken mal, vielleicht macht es bei euch mehr Sinn, wenn du sagst, ja, ich krieg's jetzt eingetragen und mein Auto ist noch neu und ich will das einfach ein bisschen absichern, dass wenn was kaputt geht, weil wir stecken ohne drin. Die Software sind mega gut, also ist mega gut auskalibriert, die fahren doch richtig gut. Ja. Auf dem Prüfstand alles rausgefahren, Straße, viel Arbeit, viel Arbeit, fährt aber sehr geil. Ja, das stimmt. Kommt jetzt im nächsten Video, Skoda Octavia S. Genau. Von den Zeiten her ist das Auto auch sehr schnell, Stufe 1. Ja, Wahnsinn. Einfach reingucken, immer schön verfolgen jetzt mal. Jetzt kommt Stück für Stück, machen wir euch das mal Videos, wo wir auch die TÜV-Igkeit und die Fahrzeuge mit vorstellen, mit Leistungsangaben, mit Zeiten fahren. Ja. Vielleicht euch ein Gefühl auch geben, wie das fährt. Wenn man sehr geil. Soweit, so gut, wir sind durch. Wenn ihr Fragen haben solltet, in die Kommentare reinwerfen. Wenn ihr spezielle Fragen haben solltet, könnt ihr bei uns anrufen. Ist gar kein Problem. Oder E-Mail schreiben. Oder genau. Es gibt ja mittlerweile 100 Wege zum Ziel. Ne? Richtig. Alle Sachen bleiben bestehen, was wir vorher gemacht haben. Unsere alten Preise für die normale Software, also für unsere Softwareanpassung, bleibt natürlich bestehen. Ja. Die ohne Gutachten-Sachen, die wir dann wirklich individuell auf dem Prüfstand abstimmen. Mhm. Kein Problem. Bleibt alles so, wie es ist. Ne? Mhm. Wir bieten jetzt nur separat an. Leistungssteigerung in unserem Haus mit Gutachten. Auch von uns geschrieben, ne? Müssen wir auch dazu sagen, ja. Wissen, irgendwas eingekauft ist oder wir sind quasi die Software entwickelt haben, die Software-Versionen, weil viele denken immer, das ist ja auch so ein bisschen Trugschluss, ne? Ich habe ein GDI, jeder GDI hat dasselbe drauf. Nee, ist nicht so da. Ich habe ein R, jeder R hat dasselbe drauf. Nee. Nein. Ist es nicht. Oh, guck mal, hat ja auch von Audi S1 ein Gutachten. Stimmt, das ist so mal gut. Wenn wir wieder beim Thema sind. Ja, aber sehr geil, mich freut das. Und ja, haut die Kommentare voll, wenn es Fragen gibt. Genau. Soll da einfach reinballern und schreiben. Gibt mal ein Feedback, ob ihr das feiert oder nicht so. Oder ob ihr sagt, nee, du Thomas, war eigentlich vorher auch geil. Weil wir wissen, das läuft, was du machst. Und Vertrauen haben wir auch gehabt. Und uns ist eigentlich sowieso alles scheißegal in dem Start, weil wir werden sowieso genug Denke ich, oder? Das wäre auch mal so eine echt interessante Sache, weil wir ja auch ein bisschen eine Auslegung haben. Ne? Wir planen ja auch ein bisschen so in die Zukunft, ne, Sandro, oder? Ja. Wir haben uns gerade mal um 5 Minuten hingesetzt, mal gequatscht. Ja. Dass man auch ein bisschen so die Ausrichtung auch mal gucken, wo es hingeht. Richtig. Sagen wir es mal so. Und dann, Ich finde gerade jetzt, um mal meinen Senf dazu zu geben, also ich finde das, was du jetzt anbietest, finde ich gut. Findest du gut? Weil ich kenne auch von vielen außerhalb, die dann eben sagen, die Sache, die Thomas macht, ist geil. Aber wie du sagtest, viele haben dann irgendwelche Neuwagen und irgendwelche neueren Autos, die dann doch eben auf der sicheren Seite sein wollen. Ist halt teuer. Ja. Also, wir brauchen gar nicht drüber reden, das ist viel Geld, was wir gerade reden. Ne? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel einen R-Golf nimmst, was kostet eine Stufe 1 mit Eintragung und allen Safe? Ich sag mal, ich persönlich, ne, das ist mega viel Geld. Na klar.
Da kommen wir aber vielleicht noch zum zum interessanten Thema. Wir sind ja auch dran, die ganze Sache finanzierungsfähig zu machen. Ja. Also wir sind da im... Komplett im Lauf. Ja, wir sind da mit jemandem dran, dass wir das auch monatlich noch Auszahlung machen können. Ne? Ja, das ist immer gut, dass du das anschneidest. Das ist nochmal das Thema. Hm. Weil das wirklich komplex ist. Ich meine, ich mache mal jetzt ganz pauschal. Ne? Ich fasse das Package mal zusammen jetzt hier. Ja. Darf ich mal kurz auf lautlos drücken? Ja, kannst du. Ruhe. Ich habe auf Ruhe gedrückt. Hast du auf Ruhe gedrückt. Gut. Ruf mal gleich zurück den Kunden, das klappt. Ja, ja. Wenn ich das Package mal so sehe, ich mal Ansaugung und Ladeluftkühler und Downpipe und Abgasanlage und noch Inlet. Und dann kommt noch eine Software dazu, da stehen mal schnell 6.000, 7.000 Euro. So sieht's aus. Und ich sag mal, wer von uns, ich sag mal, wir kommen aus dem Osten hier, ne? Wir sind die Ossis. Ja. Da geht ein Ossis immer her, oder was? Ossis, oder was, Junge? Und ich sag mal, es ist schon viel Geld. Ja. Und das, da gucken mich die Ärzte wieder an, wenn ich so rede, ne? Mhm. Das ist, ey, so dieser Hate, Ich hasse Hate. Das ist totales Gelaber. Ja, aber gerade das mit der Ratenzahlung finde ich auch eine feine Sache. Nee, ne, ja, dass man vielleicht mit der Ratenzahlung euch auch ein bisschen in die Arme greifen können. Wir haben da einen coolen niedrigen Zinssatz und so. Ich sag mal, ich sag immer leben und leben lassen. Genau. Und wir leben ja alle nur einmal und dann kommst du wieder und sagst schon, mein Traum ist mal verwirklichen. Ich habe jetzt einen R-Golf und oder das Auto finde ich ja mega hübsch. Ja, ich hab schon mal gesagt. Das sieht gut das war aus. Nicht so deins, hast du mir vorhin gesagt? Ja, gestern? Die Flaps vorne ist jetzt nicht so mein Geschmacki. Ich feiere es komplett. Ich bin manchmal weiß, weniger aus mehr. Flaggies, Maggies, Max. Ja, das mit dem Schwarz ist feier ich auch, aber das. Nächsten Ansatz, glaube ich, dran drumherum. So, los, ab mal in die Kommentare, wie ihr das feiert. Gut, auf den Bildern kann man das vielleicht nicht so. Ich finde es ein bisschen too much. Ich bin immer einer derjenigen, weniger aus manchmal mehr. Mega. Ey, hört gar nicht auf den. Geht mir komplett steil, die ganze Sache hier. Auch mit Move-It-Bremsen, guck mal. Das stimmt, hat er auch, ne? Das sieht wiederum schick aus. Das sieht gut aus. Natürlich auf einer Lieblingsfelge. Mm. Eine Ultra. Mm. Das macht's. So viel dazu. Mehr dazu in den kommenden Videos. Ja. Und. Ich würde sagen, wie lange schnacken? Kopf in den Nacken, oder? Kopf in den Nacken, oder? Ciao, ciao. Macht's gut.